Der Kulturtempel der Region wird 40. Genau am 30. April 1984 wurde die Lausitzhalle in Hoyerswerda eröffnet. Damals mit einem Festakt und Beethovens 9. Sinfonie vom Symphonischen Orchester Hoyerswerda. Aus diesem Grund gibt es am Dienstag von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Also eigentlich geht es um den symbolischen Tag. Der 30.04.84 war nun einmal unser Eröffnungsdatum und egal auf welchen Tag es jetzt und hier fällt, das ist unser Tag der offenen Tür, wo wir alle Hoyerswerda, alle Gäste, Besucher und natürlich auch vor allem unsere ehemaligen Kollegen, die vielleicht hier mal in dem Haus in den vielen Jahrzehnten tätig gewesen sind, einladen wollen und auch einladen werden. Wir hoffen auf viele tolle Gespräche. Es wird ein kleines Rahmenprogramm drumherum geben. Wir haben Live-Musik, wir haben das Orchester Lausitzer Braunkohle mit dabei, traditionell. Und es wird Rundgänge geben, wir werden über die Sanierung sprechen. Also so wie man sich so einen bunten Tag der offenen Tür vorstellt. Aber ich will mal sagen, ohne großes Konzert rechts und links, sondern das Wichtigste sind die Menschen, die hier sind. Der Tag klingt dann am Abend ab 18 Uhr mit dem großen Hexenbrennen im ehemaligen 1000-Mann-Lager in der Altstadt aus. Eine große Hexe wird den Haufen zieren und rundherum gibt es zahlreiche gastronomische Stände. Wenn Sie mit Ihren Steppkes mitmachen wollen, ein Lampion- und Fackelumzug startet um 18 Uhr an der alten Feuerwehr in der Altstadt. Ist er am Festplatz, wird der Haufen entzündet. Übrigens, Material kann ab Montag dorthin gebracht werden, aber Achtung, nur Verschnitt, nicht der alte, ausgediente Schrank. Das gesamte Interview mit Lausitzhalle-Chef Dirk Rolka gibt's hier bei uns bei Ihrer Lausitzwelle am Montag, Vormittag und Nachmittag im Radio und ab 18 Uhr im Fernsehen.